Du hast doch Waypoint gemacht, oder nicht? Dann mach ich so lange was. Ja, aber Blick. Wo geht's raus? Hier, gell? Ja, hier, einfach geradeaus dann. Dann gib mir mal seine Sachen. Sein Jetpack hast du, aber... Ja, okay, das passt. Dann, halt dann ich mach ich so lange was im, im normalen Haus, also in eurem Hauptquartier-Ding. Du wirst mich jetzt nicht abholen. Oder? Uli ist auf dem Weg. Oh, okay. Ich hab mein Jetpack nicht an. Uli, dann mach ich so lange was einfach im, mach ich das mit der Engine weiter. Dann könnt ihr fertig machen und bringt mein Zeug einfach nachher mit. Oder? Ja. Weiß nicht, Paddy? Mir ist es wurscht, ich bin gerade eh auf Dia Suche. Bezüglich rein auf Dia Suche, aber das ist mir scheißegal. Ja, okay, dann... Dann kannst du das mit den Engines machen, wenn du willst. Okay, jetzt bin ich, muss ich mich nochmal töten, damit ich wieder in der normalen Welt bin. Du bist einfach runtergesprungen. Warte ich überhaupt den Julian? Auf mich? Ja. Warum? Wegen hier eine Burg. Eine Festung war ich. Ja, wieso wartest du da auf mich? Ja, bis, ja, bis du kommst. Wegen dir suche. Oder allgemein, wegen, oder wo bist du jetzt? Halt? Ich bin bei den Blaze Rods. Achso, gut, bist du schon. Ja. Sagen können. Ich bin bei den Blaze Rods, Paddy. Ja, danke, jetzt weiß ich auch. Aua! Warum ist hier draußen ein Blaze Rod? Willst du mich verarschen? Och nö, Mama. Och nö. Du brennst etwa zwei Herzen runter. Mama, 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 gleich tot, gleich tot, gleich tot, gleich tot. Ach, doch nicht. Lol, wo ist das denn? Wieso stand los? Ja, lass es doch da offen! Wieso? Weil es mein Platz ist. Los. Warum ist hier oben offen? Ach Gott, hier ist... Oh Gott! Paddy? Ja? Ach, du bist da... Warum bist du da drinnen? Ich bin nicht. Du verlierst nicht so schneller. Du verlierst schon etwa drei Herzen. Lol, pack doch nicht rum. Ja, nice. Juli, die Redstone Engines, die du oben weggemacht hast, was die hingemacht? Kiste. Und zwar die mittlere von, also wenn du von der Mitte gehst, die zweite Reihe rechts und dann ja, davon gut. Davon die mittlere. Komm, wie viel habe ich denn? Ich habe 22. Paddy, wie viel hast du? 7. Okay. Oh. Kein Wunder, ich bin zu hoch. Da draußen schon wieder einzeln. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Soll ich nicht draußen spawnen? Wo spawnen die hier draußen? Ah, wenn du die Blaze Rod
in den Pulverizer tust, dann kriegst du 4 Blaze Powder raus. Ja, und? Und in, beim Macerator 5. Okay. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall einen Macerator bauen. Ja, sorry. Weil wie ich, und dann müssen wir auch noch oh Gott, nee, dann müssen wir Slimes farmen. Weil ich brauche Magma-Cremes. Magma-Creme. Und die macht, kann man ja aus Blaze Powder und Dings machen. Es gibt ein Magma Crucible. Was ist denn das? I don't know. Magma Crucible. Warte, ich glaube, der kann... Ja, warte, kann der Lava erzeugen oder verbrauchen? Ich glaube, der kann Lava erzeugen. Oder verbrauchen? Nee, ich glaube, erzeugen. Oh, hätte ich so mal Crossbow dabei. Ich will so einfach farmen. Boah, Handy, halt's mal. Ich habe jetzt 27. Wie viel hast du nochmal? 7. Ja. Es wären 34. Ja, machen wir 6 noch bis 40. Aua, ich spawne auch schon wieder die 1, mit am Arsch. Oh, welches Level bist du denn? 15. Ich war mal 35, 36. Dann kam ein wunderschöner Zombie-Pick mit auf uns zu. Die uns alle getötet haben. Und davor war ein Creeper. Und jetzt gucken wir mal, wie hieß das Ding? Magma Crucible. Gucken wir mal in der Wiki. Magma Crucible. The Magma Crucible is a terminal expansion machine which use mega Minecraft tools to melt various blocks into either lava or water. What? Genau, da kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt eine richtig gute Wheat Farm hast, also Weizen, kannst du zum Beispiel Weizen in Lava verwandeln und dann mit der Lava Energie erzeugen mit Thermalgeneratoren. Also du kannst Getreide anbauen und dadurch Energie bekommen. Juli, 9. Und das ist eigentlich richtig gut, auch, aber voll aufwendig. Warum voll aufwendig? Ja, weil das Zeug glaube ich recht teuer ist. Ja, das ist alles. Wenn du halt eine automatisierte Farm hast, dann kannst du richtig viel Lava erzeugen und die Lava kannst du in Tanks speichern. Ja, du kannst... Wir können Netherrack zu Lava verwandeln. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt einfach ganz viel Netherrack farmen. Netherrack haben wir ja. Ja, gut. Nicht, aber nicht arg viel, oder? Du kannst schon alles in der Lava verwandeln. Nee, steht da nicht. Cobblestone kannst du auch in Lava verwandeln. Ja, Cobblestone, Stone und Obsidian. Gucken wir mal, wie man den baut. Also so schwer ist der ja gar nicht. Zum ohne Scheiß. Paddy, gib mir mal die Blaze Rods, damit ich weiß, wenn wir 40 haben. Thank you, 3 Stück noch. Soll ich durch den Block durchschlagen? Okay, that's very, very. Alter, wie viel kostet das? Netherrack braucht 12.000 Minecraft Joule. Leonie!
Was denn? Wenn man gerade bei der Nähe.